Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von 3B Scientific der Blutungstrainer Arm. Wir haben uns heute mal überlegt, dass wir euch einen Trainer vorstellen für den Rettungsdienst, vielleicht auch speziell für den taktischen Rettungsdienst. Der Blutungstrainer Arm von 3B Scientific ist ein wunderbares Hilfsmittel, um damit Verletzungen zu simulieren und entsprechend dann auch hier mit den Verbänden oder Tourniquets oder was auch immer ihr verwenden oder trainieren wollt, damit üben könnt. Ich habe schon von vielen Rettungssanitätern gehört, naja, wenn wir so eine Übung machen, so ein Seminar machen, da holen wir uns halt ein paar Stücke vom Schwein und dann üben wir damit. Ist ja eine schöne Sache, ist auch sehr realitätsnah und schön blutig das Ganze. Ist natürlich immer mit Logistik verbunden, das heißt, man muss irgendwo ein Stück Schwein herbekommen. Es ist eine Riesensauerei, es stinkt, es ist jetzt nichts für einen Leerraum, was man mal schnell hervorholen kann und damit üben kann. Und genau da kommt der Trainingsarm von 3B Scientific ins Spiel. Wie ihr sehen könnt, ist es hier eine Nachbildung eines menschlichen Arms, in diesem Fall ein rechter Arm mit Schulter und auch hier schon drei Verletzungen. Wir haben vorne eine Schnittwunde, in der Mitte haben wir eine Schussverletzung mit Ein- und Austrittswunde und hier hinten im hinteren Bereich haben wir eine stumpfe Verletzung. Das ganze System ist so aufgebaut, dass ihr das Ganze auch mit Blut durchsetzen könnt, Kunstblut selbstverständlich, das wird auch mitgeliefert. Und dann könnt ihr hier an den Schläuchen das anschließen und damit dann auch die Wunde oder alle Wunden gleichzeitig bluten lassen. Gehen wir erstmal kurz über die mitgelieferten Gegenstände. Wir haben natürlich einmal den Arm selbst. Dann seht ihr hier auch schon die Silikonsleeves. Die sind dafür gedacht, wenn ihr nur eine spezifische Wunde simulieren wollt, dann könnt ihr die anderen einfach abdecken. Die kann man auch komplett entfernen, die Sleeves. Ich habe es jetzt einfach mal damit es einfacher geht, hier zum Drüberziehen schon mal vorher draufgezogen. Dann könnt ihr jetzt hier die Wunden verschließen. Für die große Wunde hinten gibt es einen Stopfen. Der wird dann auch einfach reingedrückt und damit hätte ich jetzt nur die Schusswunde. Ich kann nämlich hier mit den drei Schläuchen entweder nur eine Wunde einzeln mit Blut versorgen oder alle drei Wunden gleichzeitig mit Blut versorgen. Das hätte dann hier in diesem spezifischen Szenario jetzt den Vorteil, ich könnte hier alle drei Schläuche anschließen, das Blut würde überall hingeführt werden, könnte natürlich jetzt hier nicht austreten, weil wir das verstopft haben, würde nur hier austreten. Und während jetzt hier der Trainee am Üben ist und am Machen ist, dann hat man vielleicht einen gemeinen Ausbilder, der sagt, ey, guck mal, da oben kommt auch Blut raus, da unten ist überhaupt keine Wirkung, die du da machst, du musst erst da oben versorgen. Ja? Und dann fängt hier das Blut an zu spritzen, ohne dass man hier vorher da noch groß an den Schläuchen umstecken muss. Also das wäre die Möglichkeit mit den Blindstopfen bzw. mit den Sleeves. Ja, habe ich eben schon gesagt, Kunstblut ist auch mit dabei, das sind 250 Milliliter Konzentrat. Das wird dann hier in den mitgelieferten Kanister gefüllt, der fasst 2 Liter. Wir haben die Erfahrung, das blutet schon, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man den Kanister nicht ganz füllt, dann hat man eine recht gute Viskosität. Also wenn man komplett das Konzentrat reinfüllt und komplett mit Wasser auffüllt, ist es ein bisschen zu dünn. Also einfach, ich würde sagen, vielleicht ja, 1,5 Liter auffüllen und dann den Rest mit dem Blut, mit dem Kunstblut, und dann hat man eine relativ gute Viskosität, damit es auch echt aussieht und funktioniert. Dann natürlich hier ein Pump- und Schlauchsystem, was an den Kanister angeschlossen wird. Dazu habt ihr an der einen Seite hier vorne noch ein Ventil zum Schließen des ganzen Systems, eine Pumpe. Die wird dann hier mit dem
Schraubventil auf den Kanister geschraubt und wie ihr auch sehen könnt, hier auch ein Rücklaufventil, dass man hier wirklich einen schönen Blutkreislauf hat. Wenn die Wunde denn vorne verschlossen ist, dann kann das restliche Blut wieder zurückfließen. Man vergeudet dann nicht das ganze Kunstblut, wenn hier eine Wunde ordentlich versorgt worden ist. Und dann gibt es noch, wenn ihr wirklich alle drei Wunden gleichzeitig mit Blut versorgen wollt, natürlich auch ein entsprechendes Teil zum Koppeln. Könnt ihr alle drei Schläuche anschließen und dann mit einem Schlauch versorgen. Weiterhin wird das Ganze hier in einer großen Tasche geliefert. Die ist dick gepolstert, hat zusätzlich nochmal auf der Innenseite hier verschiedene Unterteilungen, dass ihr alles schön ordentlich einräumen könnt. Das Ganze ist unten gummiert, kommt mit einem großen Tragegriff. Das heißt, da ist alles gut versorgt, kann gut verpackt werden und dann entsprechend auch im Schrank versorgt, wenn ihr es nicht mehr braucht. Die Schläuche sind nummeriert nach der Verwundung. Das heißt, ich habe hier 1, 2, 3. 1 wäre die große Wunde, 2 wäre die Schusswunde, 3 wäre hier vorne die Schnittwunde. Wir würden jetzt mal die Schusswunde versorgen. Das heißt, wir nehmen den zweiten Schlauch und schließen den hier am Hauptschlauch an. Das Verbinderstück für die anderen Schläuche brauchen wir jetzt gerade nicht. Das können wir vielleicht nachher nochmal einsetzen. Verbinde ich jetzt hier einfach den Schlauch. Schau, dass das Ganze hier zugedreht ist. Da habe ich schon den Stopfen bzw. den Deckel für den Kanister habe ich schon vorbereitet. Das heißt, der Rücklaufschlauch ist schon eingesteckt. Das heißt, ich muss nichts anderes mehr tun, als jetzt hier den Deckel aufsetzen und einschrauben. Das Blut ist auch schon vorbereitet und gemischt. So, schrauben wir das Ganze einmal fest. Und damit ist alles soweit, dass wir loslegen können. Jetzt drehe ich hier vorne einmal auf, dass hier auch das Blut fließen kann. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, sollte jetzt hier aus der Schussverletzung dann auch gleich das Blut herauskommen. Ah, es kommt schon hier, ihr könnt es nicht sehen, auf der Rückseite am Einschussloch blutet es schon raus. Das heißt, ich gebe jetzt mal den Kanister mit Pumpe an meinen Assistenten, der hier pumpen kann. Und dann kann ich mal gleich anfangen, einen Verband anzulegen. So, Handschuhe, ganz wichtig, ganz klar. Wir würden jetzt hier bei der Schusswunde würden wir mit einem Druckverband arbeiten. Nehmen wir mal eine klassische Israeli. So, wenn möglich könnt ihr, oder wenn ihr eine Hand frei habt oder Hilfe habt, könnt ihr vielleicht auch gucken, dass hier die Wunde schon mal so weit fixiert ist, bis ihr den Verband offen habt. Ich bin jetzt hier alleine, das heißt, ich mache es wieder erstmal so, damit ich ein bisschen schneller bin. So, dann könnt ihr hier den Verband öffnen. Wundauflage auf die Wunde. So, jetzt eine Sache, die habe ich gelernt, auch wenn ich jetzt kein ausgebildeter Rettungssanitäter bin, aber wir haben hier auch schon ein bisschen trainiert. Wenn man nämlich die ganze Geschichte hier mit Arm nach oben macht, hat man natürlich den riesen Vorteil, dass man nicht das Blut, was auf der Unterlage sich ablagert, auf den Verband bringt und damit natürlich den ganzen Verband vollblutet und nachher nicht mehr erkennen kann, ob der Verband jetzt von außen oder von innen mit Blut durchdrängt ist. So. Eine Sache noch zum Trainer, der hier pumpt. Da muss man jetzt natürlich dazu sagen, ihr habt jetzt hier natürlich die Möglichkeit, mit einem Verband zu trainieren und könnt hier auch das Ganze anlegen und hat natürlich auch irgendwo einen stoppenden Effekt, der Verband. Aber was ihr natürlich nicht habt, wie beim echten Menschen, ihr habt hier keine Blutgerinnung. Das ist ja ganz klar, es ist ja nur Kunstblut. Das heißt, hier muss natürlich der Trainer entsprechend sehen, hat jetzt mein Trainee hier den Verband richtig angelegt oder nicht und muss dann das Pumpen natürlich ein bisschen reduzieren. Das ist ja klar, weil das Blut hier nicht gerinnen kann, ja, und es würde natürlich immer weiter durchsiffen. Ja. Von daher muss man da natürlich auch dann als Ausbilder wissen, wie man mit dem Werkzeug umgeht. Das wäre jetzt hier mal eine Möglichkeit, um den Arm abzubinden mit einer Bandage. Jetzt gehen wir einmal her, machen das Ventil hier kurz zu und gehen mal hier hinten auf die große Wunde. Ich schließe jetzt hier die 1 an, das wäre die große Verletzung. Und da wollen wir jetzt mal Wundtamponierung oder Woundpacking simulieren. Das heißt, wir haben hier eine tiefe Wunde. Hier kann man jetzt wunderbar mit Gaze arbeiten und die dann da entsprechend reinpacken und damit die Blutung stoppen. Hier hat man auch, wenn man jetzt, ich mache mal gerade auf, dass ihr es mal sehen könnt.
So, bitte einmal pumpen. Hier hat man auch hier vorne jetzt wirklich schön die Arterie, in Anführungszeichen, sage ich mal, die Vene, die man hier abdrücken kann, wenn man sie findet. Ja, dann kann man hier wirklich reingehen und die schon abdrücken. Und wenn man sie denn, wenn man sie dann getroffen hat, dann sollte der auch merken, dass es deutlich schwerer zu pumpen geht, richtig? Ja, schwerer zu pumpen. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und mit der Gase arbeiten. Das heißt, ich habe jetzt hier schon abgedrückt und jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich die Gase aufbekomme und sie dann da auf die Wunde bringe. Auch hier wieder, wenn ihr mit Quicklot arbeitet oder solchen Geschichten, ist natürlich klar, die Wundgerinnung ist hier nicht zu simulieren, aber dafür kann ich natürlich die Anwendung praktizieren und damit dann üben, wie das funktioniert, um da wirklich immer schön Druck auf die Wunde bringen und hier das Tamponieren üben. Ihr seht, ich bin jetzt kein geübter Rettungssanitäter, aber damit ihr einfach mal ja, so ein Gefühl dafür habt, was man mit so einem Trainer alles machen kann. So, das wäre jetzt der Punkt auch, wo der Trainer jetzt weniger pumpen würde, weil natürlich jetzt hier die Wundhöhle komplett ausgefüllt ist. Ihr seht es ja auch schon, das trieft hier ordentlich raus. Und damit hätte man dann gesehen, okay, er hat jetzt gut gestopft oder hat da vielleicht falsch gestopft. Er hat da vielleicht zwischendurch immer den Finger zu oft runtergenommen, was auch immer. Das kann man natürlich alles wunderbar mit dem Arm trainieren. Natürlich hat man hier auch die Möglichkeit, mit einem Tourniquet zu arbeiten. Wisst ihr ja, bei einem Tourniquet möglichst weit oben am Arm ansetzen. Und dann könnte man auch hier unten die Wunde oder die Schusswunde könnte man damit versorgen. Und dann kann man das auch trainieren. Um das Ganze noch ein bisschen realitätsnaher im Training zu gestalten, also nicht nur im Hörsaal mit den Trainees, sondern wirklich auch mal im Feld, sage ich mal, um das Ganze an einem echten Menschen anzubringen, hat der Arm hier nochmal rechts und links zwei große Schrauben hier, beziehungsweise Gewinde, mit einer Öse, wo ihr dann auch einen Gurt einhängen könnt. Da könnt ihr einfach den Gurt von der Tasche nehmen und mit dem Gurt lässt sich das Ganze dann am Körper anbringen. Die Idee ist dann so, dass die Person, die den Arm angebracht bekommt, ihren echten Arm darunter versteckt, also gerade am Körper runterführt oder hinter den Rücken legt und damit dann auch die Pumpe bedienen kann. Wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen schön drapiert und hinlegt, so dass man die Person vielleicht ein bisschen im Schatten verbirgt oder an ein Auto lehnt oder irgendwo in eine Ecke legt, dass man da einfach wenig vom echten Arm sieht und ein Hemd noch drüber zieht, dann kann man mit der Schere hingehen, kann mit der Schere das Ganze aufschneiden. Man sieht dann schön auch das Blut durch das Hemd durchsickern. Dann schneidet man auf und hat dann da eine vollgelaufene Wunde mit Blut und da hat man wirklich einen sehr hohen Realitätsfaktor, damit man damit auch ein echtes, gutes Training hinbekommt. Unser Fazit zum 3B Scientific Trainingsarm, Blutungstrainerarm. Wir finden das eine sehr, sehr gute Methode, vor allem eine saubere Methode, in Anführungszeichen, auch wenn wir jetzt hier ein richtiges Schlachtfeld haben mit Blut und Co., ist es natürlich alles Kunstblut, alles künstlich. Man hat jetzt hier keine Schweinekörperteile oder echtes Schweineblut. Das heißt, man kriegt das viel besser und schneller wieder sauber. Man kann das alles hier im Hörsaal sauber drapieren. Man kann das im Fahrzeug mitführen, wenn ihr irgendwo draußen ein Training habt und auch länger lagern in der Sonne, ohne dass da irgendwie Probleme auftreten. Also von daher eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um realitätsnah zu trainieren. Den Blutungstrainerarm bekommt ihr direkt bei 3B Scientific. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr zu dem Teil? Wir finden es genial. Schreibt es uns in die Kommentare und ansonsten wie immer an dieser Stelle Lack und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.